Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge Hobbyhosts bewerten. Und heute gibt es mal wieder was Besonderes. Und zwar war ich mal wieder einfach spontan live auf Instagram und habe da die Hobbyhosts so live bewertet. Echt lange gemacht, deswegen wird es davon sogar drei Parts jetzt geben, also die nächsten drei Parts. Oder die nächsten zwei Parts mit diesem hier werden jetzt die Livestreams sein. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr das noch nicht macht, um das einfach nicht zu verpassen, wenn ihr kein Instagram habt. Dann kommt hier jetzt die Zusammenfassung von Part 34. Und ja, dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Was für Hahas sind heute dran? Warte, ich kann euch hier einmal so eine kurze Übersicht geben. Also, wir starten mit dem I think it's ugly. Irgendwie ist das Licht richtig kacke, aber I don't know what to do. Auf jeden Fall ist das richtig hässlich. Oh. Leute, was ist das? Kann nicht mehr. Also, kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Was würdet ihr dem geben? Ich sehe ganz auf 4 oder halt 5. Girl, was für 12 von 10? Also, du spinnst. Also, ich find's echt nicht schön. Also, ich mag die Form einfach nicht. Und man sieht auch da am Stock, dass es halt nicht richtig gestopft ist. Und ja, also, keine Worte. Keine Worte. Also, ihr schreibt alle so 5 oder 4 rein. Und ja, da werde ich auch liegen, so eine 5, weil wenn es mir nicht gefällt, dann gebe ich immer eine 5, weil ich finde so alles unter 5 ist so gemein. Und ja, ich bin nicht so ein gemeiner Boy. Also dann das. Hä, warum ist das Licht so kacke? Wie, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu dem? Das ist doch dieses Hummer Hobby Horses oder Hummer Horses, I think. Wenn ich mich jetzt richtig... Ich kenne die nicht, aber ich finde das jetzt auch nicht so schön. Also die Form lässt auch zu wünschen übrig. Digga, wie ich hier die ganze Zeit nur so irgendwie mit meinem iPad euch versuche, das so zu zeigen. Also Leute, ich finde das nicht so schön. Also ich finde es nicht hübsch. Also auch die Mähne, warum ist die so lang, Digga? Da kannst du ja nichts mit machen. Wenn du da mit reitest, dann trittst du da ja drauf. Okay, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht, aber gefühlt schon, gefühlt schon. Junge, die kosten 300, ja und? Deswegen sind sie trotzdem nicht schön, nur weil sie Geld kosten. Johanna, girl. Was gebt ihr dem? Schreibt mal, ich habe glaube ich immer so gelesen, so 3, 1, 2, irgendwie sowas. Aber kann nicht mehr, das ist nicht schön. So, dann geht es weiter und... Wow. Wow, da kann ich ja so viel erkennen. Das ist einfach... Also man kann das jetzt so schön erkennen. Oh mein Gott. Also ich kenne das Hobbyhaus, weil das ist von so einer Freundin, glaube ich. Aber ich kann jetzt nicht so viel erkennen. Ich weiß auch nicht... Ich kann jetzt auch auf dem Bild nicht erkennen, von welchem Macher das ist. Weil ich kann ja nichts erkennen. Und deswegen kann ich dem hier... Also es ist grau, okay. Es ist... grau. Und also eigentlich finde ich es echt hübsch, also aber man kann es ja leider nicht erkennen. Aber es ist schon hübsch. Mia, wenn du das Video siehst, was das? Warum hast du mir dieses Bild geschickt? Also das kriegt eine 5, nee, eine 6, nee, eine 7, nee, eine 7. Eine 7, eine kleine. Das hier ist das nächste und können wir mal sagen, von welchem Macher das ist? Ich weiß, das ist da irgendwie so eine Macher-Firma. What's that? Like, I don't know. Was soll das darstellen? Also, ehrlich gesagt, ich finde die Farbe hübsch. Und auch so die Mähne ist... Nee, oh mein Gott. Was ist das denn für eine Mähne? Digga, das ist einfach keine Wolle, sondern das ist einfach so Gummi. 0,5 von 10, weil das kein Unikat ist, aber 0 ist zu gemein. Girl. Also, ich finde, die Farbe und so ist hübsch.
Aber ja, 1 von 10 wegen Holz. Geil. Wenn, also ich würde das Pferd sogar lieben, wenn die eine Form anders wäre. Aber sieht aus wie eine Schnürsenkelmähne. Oh mein Gott, ja. Pisse. Ich kann jetzt hier nicht sagen, dass ich es nicht hässlich finde, aber ich finde es nicht hässlich. Ich finde, es ist sogar eigentlich voll schön. Wie ich halt auch so 10 Jahre schon das habe. Ich finde es eine 5. Ist das so ein... Also, ich zeige euch erstmal das nächste und ihr könnt schon mal sagen, wie euch das gefällt. Ich glaube, das ist ein Emmys, also... Wie heißt die? Emily's Hobby Horses. Ist das so eins? Weil es, look, es sieht so aus, aber ich weiß es nicht. I don't know. Oh, girl. Digga, Johanna, du bist ja gemeiner als ich. Ich habe dich, glaube ich, noch nie mit einer Zahl über 5 gesehen. Ist das Falten oder sind das Fellträger? Also da sind Falten am Hals. Ach. Hi, aber da sind auch Fellträger, zum Beispiel im Gesicht. Also ich finde, es ist nicht hässlich, also wirklich nicht. Ich finde, die Form geht auch voll fit. Also Leute, it's like not that bad. Also ich finde es echt schön. Oh mein Gott, ist das deins? Ja, minus 5,5 und ja, nee, Spaß. Ich finde, es ist schön, eine 7 von 10 und dann ist das Thema auch abgehakt. Weiter. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Ich bin verliebt und ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt, aber ich will das. Ich will das. Könnt ihr mir mal sagen, von welcher Macherin das ist? Weil ich will dieses Hobbyhorse. Ihr könnt mich jetzt auch offiziell hier für verrückt erklären, aber ich finde, das Pferd ist einfach... 9 von 10. Wirklich, ich finde das so hübsch. Kein Unika, 3 von 10 von Etsy. Johanna, du schießt hier echt immer den Vogel ab. Aber will es. Kann mir das vielleicht jemand sponsoren? Also könnt ihr mir das vielleicht drüber senden? Gibt's auf Etsy. Ich hasse es. Oh mein Gott, soll ich das mal bestellen? Das hast du auch, Clara. Also, ich hab's bald auch. Weil ich finde einfach, das Bild ist auch richtig schön. Ja, egal, stopp. We have to go weiter. Und zwar zu dem. Und ich find's nicht hässlich. Was sagt er dazu? Was sagt er dazu? Ich find's nicht hässlich. Ich find's nicht hässlich. Ich find's eigentlich sogar echt... schön. Also ich, über die Form kann man sich streiten und also die Flecken sind echt richtig schön und mir gefällt das richtig gut. Ich würde dem sogar eine 8 geben, eine 9. Also wie ihr hier alle gerade so, Johanna, hör auf, wie du hier schon wieder so eine 1,5 gibst, aber das ist ja kein Etsy-Bild. Also das ist ja wenigstens kein Etsy-Bild. Also, warum seid ihr alle so gemein? Die Form ist hässlich. No, she's not. She's bald. Ja, Johanna, nur weil das Pferd von Etsy ist, muss es ja nicht gleich hässlich sein. Ich kann auch mal sagen, dass deine Hümmis alle hässlich sind. Es ist aber kein Unikat. Meine Hümmis suchen dich heute Nacht heim. Ja, können sie herkommen. Dann werden sie... Hallo! Aber das hatten wir schon. Ihr spinnt. Leute, was würdet ihr dem geben? Ich? Sofort 10 von 10. Es ist einfach ein Meisterwerk seiner Kunst. Und also das ist so verdammt hübsch. So verdammt hübsch. Oh mein Gott, Leute. Und das ist auch kein Unikat. Weil das gibt es nicht für 100 Euro auf Amazon zu kaufen. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch dieses Meisterwerk an. 100.000 von 10. Also, das hätte ich jetzt auch gesagt. It's so beautiful. It's
awesome, it's unique. Und deswegen kriegt das auch eine minus 10 von 10. Genau, also Leute, erstmal Real Talk, was ist das? Was ist mit mir falsch? It's like the ugliest hobby horse I've ever seen. Ich würde es hier nicht mal Hobbyhorse nennen, weil das ist ja kein Hobbyhorse. Also es ist ja einfach irgend so ein Vieh. Oder würdet ihr das Hobbyhorse nennen? Me nicht. Bewerten nicht möglich, ist kein Haha. Ja, true. Deswegen gehen wir auch mal schnell weiter. Und machen mit dem nächsten Traumhobbyhorse von mir weiter. Ihr könnt es nicht glauben. Sag nichts gegen Amadeus, er ist mein Seelenpferd. Leute, oh mein Gott, das ist das schönste Hobbyhorse, was ich jemals gesehen habe. It's so unique, awesome. Es ist einfach ein Unikat, wie Johanna es jetzt sagen würde. Und wirklich 10 von 0. Würdet ihr das Hobbyhorse nennen? Me? Nein. Dürfte deine Tochter dieses Hobbyhorse benutzen? Me? Nein. Eine Legende besagt, dieses Wannabe-Haha und das von gerade sind Best Friends. Ja. Wir machen weiter mit dem. Ich find's hässlich. Also, nee. Irgendwie nicht. Irgendwie ist es nicht hässlich, aber es ist auch nicht schön. Ich würde dem Ganzen jetzt so eine 6 geben. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal hier eure Meinung rein. Ich finde, es ist jetzt gar nicht so schlimm. Also, wenn Johanna hier gleich wieder minus 3,5 reinschreibt oder 1,75. 5,5? Johanna, ich bin geschockt, dass du hier mal so großzügig bist. Ich finde es wirklich nicht schlimm. Also, es ist wenigstens ein Unikat. Kann man machen, muss man aber auch nicht. Aber die Trense ist mies hübsch. Ja, Digga, die hat einfach so Türkis. Und ich liebe ja auch Türkis. Was habe ich dem jetzt gegeben? Eine 6? Ja, dem würde ich eine 6 geben. Was ist das? What's that? What's that? Ich finde das richtig hässlich. 1,7 von der Johanna schon wieder. Ich würde dem... Also ich finde, es ist nicht schön, aber es ist auch nicht hässlich. Und ich würde dem aber auch nur eine 4 geben, weil ich mag das nicht, weil das ist auch so plüschig und alles. Und kann ich halt auch nicht mehr. Also, ja. Wenn wir das einen Hobbyhorse nennen... It's like not a real horse. Und wisst ihr, was auch kein echtes Pferd ist? Das, weil das ist ein Hobbyhorse, aber auch, oh mein Gott, das ist einfach ja der edelste realistic Araber I've ever seen. Und irgendwie ist der hübsch, aber irgendwie ist der doch ugly. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagt ihr mal, ihr müsst euch jetzt auf eine Zahl einigen, die ihr benutzen wollt und die das Pferd dann bekommt. Ich habe jetzt schon öfter 4 von 10 gelesen. Oh mein Gott, beim letzten Mal habe ich doch die Bilder immer geblendet. Ich bin so dumm, warum habe ich das nicht jetzt gemacht? Wie ich hier die ganze Zeit so mein iPad am Halten bin, obwohl ich letztes Mal einfach die Bilder eingeblendet habe. Boah, ich bin so dumm. Oh, wirklich, hasse mich. Aber naja, jetzt wird der Live auch noch so zu Ende gemacht. Aber ich finde das echt hübsch und ich würde ihm sogar eine 8 geben, 8,5, weil ich finde, das ist echt hübsch. Und ja, ihr konntet euch jetzt hier auch auf nichts einigen. Oh, das hatten wir schon. Was machen wir da? Johanna gibt dir schon wieder eine 2,4, obwohl das hier sogar ein Sennet ist. Ich finde das richtig hübsch, nur der Schopf ist einfach riesig. Ich finde, es ist like not a... Ich finde, die Farbe ist eigentlich echt hübsch. Ich finde, es ist nicht schlimm.
Und man kann das machen. Man kann das machen, man muss es nicht machen. Und ja. Kenneths sind zu schwer und die Blässe ist mir zu breit und die Mähne passt nicht zum Pferd und umgekehrt. Also Kenneths sind schwer, das habe ich bei Ellie gemerkt. Und weil ich bin da ja ihr keine geritten, aber ich finde, es ist not ugly. Aber ja, nee, das muss nicht, das muss nicht. Das hatten wir auch. Oh mein Gott. Girl, einfach Billy. Leute, wenn ihr Billy nicht kennt, dann seid ihr keine richtigen Hobbyhorse. Einfach Billy. Ich wollte den einfach mal kaufen, weil ich finde den so schön. Einfach Billy von der Friends. Also ich weiß auch nicht, wo der jetzt ist, aber früher hatte den da ja die Friends. Und ich finde den so hübsch. Und er ist einer meiner Traumhas. Also, ja. Oh, du Spenst. Johanna, also, wie du hier noch nichts reingeschrieben hast. Aber wirklich alle sagen hier so 10 von 10 und ich würde dem auch eine 10 von 10 geben. Er ist einfach mein Traumhaar. Und ja. Ja, meine Stimme. Also, er ist so hübsch, wirklich. Leute, kann nicht mehr. Das ist eine solide 8,7 von 10. Oha. Krass. Das ist ja eine richtig schöne Bewertung. Das hatten wir hier immer auch in die falsche Richtung. Der so. Sennet-Fohlen. Und ich mag die Fellfarbe gar nicht. Ich mag die Mähne auch nicht. Und ich mag auch das Schwarze nicht. Und deswegen kriegt das von mir nur eine 6. Eine 5,5. Deswegen kriegt das von mir nur eine 5,5. Und ja, ihr schreibt alle 8. Nee, ich find's nicht so hübsch. Ich find's nicht so hübsch. Also es ist jetzt auch nicht hässlich, aber man muss das jetzt auch nicht machen. Also, wir machen jetzt weiter. Und zwar mit dem, das finde ich hässlich, wegen dem Auge. Johanna, was ist das? Ist das so eine Halloween Edition? Also, oder ist das blind? Soll das blind sein oder ist das eine Halloween Edition? Johanna, was ist das? Halloween Edition oder blind? Nein, er ist blind. Ja. Also, Fellfarbe, naja. Mähne, naja. Dass er Johanna gehört, ganz dickes Minus. Ja, okay, er ist eigentlich echt hübsch. Und ich finde auch, eigentlich finde ich das auch voll süß, dass er blind ist. Also ich habe halt auch ein blindes Haar, aber der hat halt gar kein, die Kira hat halt gar kein Auge auf der Seite. Wie Johanna es jetzt sagen würde, 3,8 würde ich dem geben von 10. Nein, Spaß, ich würde dem eine 7,6 geben und dann so, dann das. Das finde ich wirklich richtig smash. Also ich mag das wirklich. Ich mag auch das blaue Auge. Die Mähne ist mir vielleicht ein Tucken zu lang, aber ich würde dem trotzdem eine 8 geben. Ich finde das echt richtig hübsch. Richtig hübsch. Und ja. Love it. Also love it. Love it. Ach, dass mir mein iPad hier schon wieder runtergefallen ist. Wow, Johanna, da hast du dir echt mal was geleistet. So bin ich. Und jetzt kommen wir halt auch zu dem, das ich so am hübschesten finde. Und das ist halt das. Also irgendwie dieses Braun. Und das sieht einfach schön aus. Also ich mag das. Mir gefällt das am besten. Das könnt ihr wissen. Ich finde das echt schön. Ich würde dem sogar eine 8 geben, 8,5, 9, sowas in der Art. Also das ist hübsch, ist halt diese Belle, also ist nicht diese Belle, aber sieht halt aus wie diese Belle von Christina Böhrson. Und das ist halt, muss man nicht machen, kann man machen. Ich würde dem Ganzen eine 5 geben. Ja, dann das. Weiß ich nicht, von welchem Macher das ist. Doch, das ist Belle von der Christina.
Oh mein Gott, ich bin hier endlich das... Du hast sie abgekauft, oh mein Gott. Das, weiß nicht, sag mal, von welchem Macher das ist. Aber ich finde das echt gar nicht so hässlich und ich muss mal was trinken. Ich finde das sogar echt schön. Ich würde dem sogar auch eine 7-8 geben. Purple Ponys, was ist denn das? Was ist denn das? It's crazy, aber ich würde dem, ich finde das sogar echt schön. Und ja, genau. Das war's jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich das öfter machen soll. Die nächsten zwei Parts werden auf jeden Fall nochmal von einem Livestream sein. Und ja, Daumen nach oben. Kostenlos abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir gehen auf die 6000 zu. Das ist einfach crazy. Und ja, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Klickt hier gleich auf die Playlist. Da gibt's alle bisherigen Parts. Und ja, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Tschüss!